Mein Vater hat bereits in den 30er Jahren schon eine Pferdefrachterei gehabt mit 4 Pferden, also 2 Gespanne und mit einem Fuhrknecht, und er selber ist da gefahren. Bis in die Mitte der 50er Jahre ist das gegangen. Das heißt, die Pferde haben müssen einrücken, kriegen, sind natürlich nicht mehr zurückgekommen. 1962 habe ich dann mich selbstständig gemacht mit einem Traktor. Damals war es so, dass die ganzen Wege rundherum um Landeck fast nur Traktor befahrbar waren. Und so hat sich das dann entwickelt hinauf, bis wir dann in die 70er Jahre mit LKW weitergemacht hat. Und der Herbert, der Sohn, wie der dann mit eingestiegen ist, dann hat man sich da auf LKW umgestellt. Wie man sieht, ist das heute noch aktuell. Ich bin angestellt geworden von meinem Vater als Traktorfahrer, weil ich irrsinnig interessiert war am Holztransportgeschäft. Und wir haben 1991 das Einzelunternehmen in eine Gesellschaft umgewandelt. Und seitdem bin ich eigentlich der Geschäftsführer für den Betrieb und mache da als Disponent sowie als Fahrer mehr Arbeit da und schaut, dass wir das so gut wie möglich über die Runden bringen. Wir fahren mit 2 fixen Stammfahrern und haben noch einen Aushilfsfahrer. Das sind eigentlich wirklich Spezialisten. Unser Aushilfsfahrer fährt seit 4 Jahren. Wir haben einen dabei, der ist über 15 Jahre. Einer, der ist über 10 Jahre dabei. Das sind eigentlich gerne bei uns, machen die Arbeit gerne. Und nur so geht's. Wenn du heute an einem Strang ziehst und miteinander Probleme bewältigt werden, da so kann es funktionieren. Uns zeichnet eigentlich aus, dass wir eine verlässliche Abfuhr bieten. Also wenn uns Aufträge entgegengebracht wären, schauen wir, dass das termingerecht und vor allem sauber und schnell abgefahren wird, dass die Holzunternehmen, die das Holz auf den Weg bringen bzw. säulen, dass die nie zum Stehen kommen. Wir haben im Bezirk Landeck sehr viele zuverlässige Partner. Das sind die Gemeindegutsagraren, viel für Maschinenring Tirol, die Agrargemeinschaften, die verschiedenen Seilbahnunternehmen und vor allem die Sägewerke, für die wir unterwegs sind, die uns da relativ viel Arbeit zuschanzen, weil die auch wollen, dass man ein gutes Bild hinterlässt bei den Leuten, die das Holz einkaufen, weil ja das gute Bild eigentlich der Frechter macht. Für den Wallaufseher ist es so fein, er braucht sich um fast nichts mehr kümmern. Das wird von der Übergabe vom Auftrag bis zur Beendigung für ihn erledigt. Wir pflegen natürlich gerne im persönlichen Kontakt noch. Wir sind ständig in Verbindung mit unseren Kundschaften. Durch das sind wir auch weitaus bekannt. Wir fahren sogar bis in die Schweiz ein, beziehungsweise nach Deutschland, und haben so eigentlich überall rundherum zufriedene Kundschaften. Natürlich haben wir uns sowas überlegt für die eisige Zeit im Jahr. Und zwar, die wir mit einem gefährigen Radlader Schneeräumungen durchführen. Auf Forstwegen zum Beispiel, sind aber auch im privaten Bereich tätig. HTZ steht nicht nur für Hubertrans-Zams, sondern für Handschlagqualität, termingerecht, zuverlässig.